Wenn ich das Gefühl habe, dass mich mein Gegenüber nicht versteht, oder soll ich das mal spezifizieren in beruflich, zum Beispiel Kollegen, Vorgesetzte oder privat, Das Beziehungen? ist, für mich ist es eigentlich immer gleich. Es geht um Kommunikation, der Inhalt ist halt privat oder beruflich, aber wenn ich hier jetzt einen Draht aufbauen will mit jemand, weil ich es nun einfach mal muss, ich kann mich nicht jedes Mal scheiden lassen oder meinen Partner oder Partnerin vor die Tür setzen, bloß weil der Kaffee zu heiß ist oder zu kalt. Und so ist es im Job auch. Es ist kein gutes Konzept, also jedes Mal die Flucht zu ergreifen, sondern auch manche Dinge einfach mal aushalten können. Und hier Möglichkeiten zu finden, eine Basis zu finden, und das liefert NLP, mit dem anderen eine Kommunikationsebene zu schaffen, auf der wir miteinander können, ohne dass wir uns lieben und umarmen. Natürlich im Privaten würde ich sagen, gehört das auch dazu. Aber in der Firma, klar, wenn es harmonisch läuft, ist das durchaus angenehmer, aber nicht immer für alles förderlicher. Ein gewisser Wettbewerb und eine gewisse Dissonanz ist auch notwendig, weil sonst gäbe es auch keine Harmonie. Nur in dem Spannungsfeld Harmonie und Disharmonie, ja, kann ich auch was weiterentwickeln. Und Watzlawick sagt ja, dass die nicht so stimmigen Kommunikationen eigentlich die haltbaren sind. Wenn ich also in der Arbeit das Gefühl habe, dass mir mein Chef immer wieder ungeliebte Arbeiten überträgt, gibt es da beim NLP? Da sollte ich mich mal fragen, was löst das bei mir aus? Oder beziehungsweise was löse ich aus, dass ich immer der bin oder die bin, die diese Aufgaben bekommt? Also es gibt einmal die Möglichkeiten im NLP an sich zu arbeiten und mal Klarheit zu schaffen. Weshalb trifft es immer mich? Weshalb bin ich immer Opfer oder immer Täter? Beziehungsweise auf der anderen Seite, wie kann ich trotzdem eine gewisse Basis, Rapport, Basis schaffen? Und Rapport ist nicht militärisch gemeint, sondern meint einfach eine Beziehungsbasis natürlicher Art zu schaffen, damit wir miteinander auskommen können und die Feedbacksysteme oder Modelle im NLP liefern hier auch die Möglichkeit, das zu artikulieren und dem anderen einfach auch mal zu sagen, so nicht, mein Freund.